Also wir kommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin. Und zu Gast ist heute Dr. Manja Schreiner. Sie ist Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau in Berlin. Und ich frage mich immer, was macht eine Frau in der Fachgemeinschaft Bau? Darüber haben wir schon mal gesprochen, aber man kann es nicht immer wieder oft genug machen. Sie sind doch Volljuristin. Ja, genau. Ich bin Volljuristin, aber es hat mich zum Handwerk getrieben. Bauen Sie selber? Nein, das jetzt nicht. Aber muss ich ja auch nicht. Aber ich muss Ihre Interessen vertreten können. Und dafür muss man natürlich tief rein in den Bau. Das bin ich auch. Aber am Ende konzentriert sich jeder auf das, was er kann. Neulich habe ich, glaube ich, ein Foto gesehen. Ob es alt war oder neu, weiß ich nicht. Da hatten Sie so eine typische Baumütze auf. Ja, na klar. Baustellenbesuche gehören natürlich auch dazu. Ja. Und Ihnen schon mal was auf den Kopf gefallen? Nee, glücklicherweise Sie sind nicht. Noch nie auf den Kopf gefallen, nee. Nicht? Auch so nicht, genau. Und wie sind Sie dazu gekommen? Ja, das hat mich einfach, wie hat einen der Weg dahin verschlagen. Ne? Ich habe im operativen Geschäft angefangen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht als Justiziarin im Unternehmen. Und dann bin ich irgendwie in die Verbändelandschaft hier in Berlin reingeraten. Und innerhalb des Handwerks ist der Bau eine große Branche, sehr stark, Bauhandwerk. Und da habe ich natürlich viel Kontakt gehabt und dann hat sich das so ergeben. Ja, und jetzt sind Sie Hauptgeschäftsführerin. Genau. Wie ist denn die Lage im Bau? Beim letzten Mal haben Sie erzählt, dass alles um 20% plus teurer geworden ist. Holz, Zement und alles quasi. Genau. Hat sich das verstetigt oder verschlimmert? Also es hat sich eigentlich auf hohem Niveau eingepegelt. Wir hatten Höchststände bei Holz und Stahlbeton, die sind jetzt wieder ein bisschen runtergegangen, aber nicht auf Vorkrisenniveau. Vorkrisenniveau sage ich jetzt noch nicht mal der Ukraine-Krieg, sondern Corona. Ne? Wir hatten ja diese Materialengpässe, insbesondere durch die gestörten Lieferketten während der Corona-Zeit. Davon hat sich eigentlich der Markt gerade wieder so ein bisschen erholt gehabt. Funktionieren die Ketten wieder oder ist das aus eigener Kraft gekommen? Wir hatten ja bis vor kurzem noch eine sehr strenge Null-Covid-Politik in China und davon hängt natürlich in der Logistikkette unheimlich viel ab. Insofern richtig erholt noch nicht, eingepegelt vielleicht auf einem hohen, halbwegs erträglichen Maße, ja, aber auf die Baupreise wirkt sich das natürlich alles aus. Ne? Wenn eine Stahlbeton vor der Krise 400 Euro pro Tonne gekostet hat, während der Krise jetzt Anfang des Jahres 1200, dann ist er jetzt vielleicht bei 900 Euro pro Tonne wieder runter, sodass man sich einfach die Dimensionen mal vorstellen kann. Daraus ergibt sich doch die ganz einfache Frage, wie geht es denn der Bauwirtschaft? Mit solchen Preisen gehen doch bestimmt einige K.O. Absolut. Also bei der Corona-Pandemie kann man sagen, dass wir immer noch Stabilitätsanker gewesen sind. Wir konnten weiterarbeiten. Das war eine sehr gute Voraussetzung im Gegensatz zu ja sehr vielen anderen Wirtschaftsbereichen. Aber die Materialengpässe und die Preise, das ist natürlich immer eine Frage. Was macht der Bauherr noch mit? Was kann er sich auch noch leisten? Weil die Preise musst du ja weitergeben. Und dann hast du eine einbrechende Konjunktur im Moment. Durch die Energiepreise ist das jetzt natürlich noch mal verschärft. Das heißt, es kommt jetzt kumulativ zusammen und man merkt das. Die Zurückhaltung der Bauherren ist enorm. Die Fördermittel sind Anfang des Jahres vom Bundeswirtschaftsministerium auch gestrichen worden. Und das heißt, die Wohnungsbaugesellschaften in Berlin und Brandenburg haben 20.000 bis 30.000 Wohnungen alleine aufgrund dessen zurückgestellt. Und das macht sich jetzt natürlich bei uns bemerkbar. Alle sind zurückhaltend durch diese multiplen Krisen. Und das heißt, es ist zu erwarten, dass die Konjunktur 2023 auch einbricht. Das heißt, alle Ziele, die gesetzt sind, können nicht erfüllt werden. Ja, also egal, was passiert. Ja, also man muss das schon sagen, dass wir haben nur noch einen Auftragsvorlauf von ungefähr 3-4 Monaten. Das war vor einem Jahr noch ganz anders. Da hatte man einen Auftragsvorlauf von einem Jahr. Und das ist eigentlich schon ein sehr schlechtes Zeichen. Und der Geschäftsklimaindex, wir haben gerade eine Konjunkturbefragung auch gemacht, ist auch ganz schlecht dementsprechend, weil das sehen natürlich alle, diese dunklen Wolken am Himmel. Jeder arbeitet noch ab, sie haben gerade noch gut zu tun, aber wie gesagt, der Vorlauf und die Perspektive ist schlecht. Das heißt, die Krise kommt erst noch. Die kommt richtig erst noch. Heavy. Ja, weil die sich einfach erst in der Kette sozusagen, gibt die sich erst weiter. Ne? Die Projektentwickler stellen ihre Projekte zurück, die Investoren geben kein Geld mehr. Die Bauherren prüfen, welches Projekt führe ich jetzt überhaupt noch durch, was kann ich mir noch leisten. Und dann kommt das ja erst in den Aufträgen in der Bauwirtschaft an. Können Sie das ablesen jetzt schon, was passiert nächstes Jahr im Sommer? Ja, also wo eigentlich Konjunktur wäre für das Bauen? Ja, das ist schon so, dass wir erwarten, dass das richtig zurückgeht. Alles andere ist ein Blick in die Glaskugel, wie viel es zurückgeht. Das muss man einfach sagen. Sie wissen nur, dass es zurückgeht. Aber es wird in jedem definitiv. Fall. Ja, definitiv. Das sieht man eben einfach an der Auftragslage. Ja. Und woran es man auch gut sieht, im Vergabeportal, wenn da Ausschreibungen sind, wie viele Firmen gehen auf diese Ausschreibung rauf? Und es war eine Zeit lang nur 2, 3. Und im Moment merkst du schon wieder, du hast schon wieder
10, 20, 30 Gebote. Mhm. Das heißt also, die Firmen gucken schon wieder mehr, wo kriegen sie eigentlich noch Aufträge her? Ja, schlechte Lage. Ja. Da kann der Kanzler, SPD, Scholz, noch so viel vom Wumms und Doppelwumms reden. Ja, zumal das im Baubereich auch gar nicht stimmt. Also Frau Geiwitz, die Bauministerin, hat sich ja vorgenommen, dass sie 400.000 Wohnungen bauen will, davon 100.000 Sozialwohnungen. Dafür steht aber nur 1 Milliarde an Fördermitteln bereit. Das reicht hinten und vorn nicht. Die Ziele sind höher geschraubt. Das Geld, was dafür zur Verfügung gestellt wird, ist wesentlich geringer. Vorher waren es 10 Milliarden, jetzt reden wir über 1 Milliarde. Das kann ja im Leben nicht klappen. Ja, aber das weiß man doch. Ja. Und ja, da sagen Sie nur, ja. Ja, ja, das ist Realität. Meine, ja, es macht mich ja irgendwie sprachlos, wie man merkt. Ich meine, Frau Geiwitz müsste doch wissen, dass 1 Milliarde nicht ausreicht. Sie müsste wissen, dass wir in einer Krise sind, die sich nur noch verschlimmert. Ja, und dann müsste man doch sagen, wir brauchen Doppelwumms und viele Milliarden mehr. Ja. Ja. Ja, klopfen Sie dann nicht als Hauptgeschäftsführerin Bau an die Türe der Bauministerin, Frau Geiwitz, und sagen, hör mal, so geht das doch nicht. Das machen wir jetzt nicht als Landesverband, sondern das macht unser Bundesverband, Zentralverband Deutsches Baugewerbe. Ja, aber Sie sind ja genau mit da beteiligt. Na klar. Sie werden ja gefragt, wie steht Berlin dazu? Und eine Erklärung gibt es dafür auch nicht, wie das gelingen kann. Es ist nur Fakt, dass wir wissen, es wird nichts. Ja, und man kann das immer nur wiederholen und sagen, so wird das nichts. Und auch das Gleiche gilt übrigens für das Wirtschaftsministerium mit dem Streichen der Fördermittel. Ja, nächstes Jahr soll es neue Fördermittel geben. Keiner weiß genaueres. Auf jeden Fall ist klar, dass es nur noch Fördermittel für Häuser gibt, die wirklich Effizienzklasse 40 haben, also sehr, sehr klimafreundlich sind. Das sind doch sehr, sehr wenige. Ja, das sind natürlich sehr wenige, aber das ist ja auch das, was Herr Habeck erreichen möchte. Er will, dass nur noch solche Häuser gebaut werden. Das ist im Ansatz sicherlich nicht verkehrt, sowas zu fördern. Aber die Frage ist natürlich, was ist denn realistisch? Und auch ein Effizienzstandard von 55 ist schon ein sehr guter Standard. Und man muss einfach auch verschiedene Ziele miteinander abwägen. Wir brauchen Wohnungen. Und wir brauchen Klimaschutz. Und wo ist der beste Weg? Da kann man eben nicht mit der Brechstange durch. Ja, aber kommen die denn nicht zu Ihnen? Jetzt stelle ich die Frage andersrum und sagen, wie sehen Sie das? Sie sind doch die Fachfrau. Ja, das ist etwas, was ich sowieso Politik im Allgemeinen durchaus immer einen Vorwurf machen würde. Man trifft Entscheidungen und fragt hinterher, ob die irgendwie durchsetzbar sind. Ja, und wir beschließen ja erstmal. Genau, das ist ja ein grundsätzliches, generelles Problem, dass Vorschläge ausgearbeitet werden. Dann gibt es zwar offiziell immer eine Verbändeanhörung, aber da kann man dann im Prinzip am Ende noch ein Komma ändern, ja, um das überspitzt zu formulieren. Aber das hat schon mal jemand geschrieben. Da sind schon mal viele Köpfe, die darüber geraucht haben. Und dann wird sich ungerne von Vorschlägen, die man gemacht hat, auch die in der Öffentlichkeit durchaus schon diskutiert werden, verabschiedet man sich einfach nicht mehr. Und dann wird noch so ein bisschen korrigiert und das war's. Das ist natürlich ein völlig falscher Ansatz. Ja. Ich müsste ja, bevor ich mit einem politischen Vorschlag rausgehe, erstmal die betroffenen Kreise fragen, damit ich mir schon mal ein Bild machen kann, ob das, was ich jetzt politisch fordere, ob ich mich damit hinterher blamiere oder nicht. Ja, und Sie sind, dann sind wir im großen Feld der Politik und Sie sind ja auch Politikerinnen. Ja. Sie sind ja Vizevorsitzende der Berliner CDU. Ja. Ja, da wissen Sie doch, wie das funktioniert. Haben Sie nicht manchmal das Gefühl, Sie stoßen auf eine Tür, eine Wand voller Borniertheit und Unwissen und Unfähigkeit und die halten sich alle für die Klügsten? Ja, also ich muss sagen, ich war vor 4 Wochen circa im Abgeordnetenhaus bei einer Anhörung und da muss ich schon sagen, man sitzt im Wirtschaftsausschuss und ich muss schon sagen, dass die Realitätsfremde, die einem da entgegenschlägt, die ist teilweise doch sehr erschütternd. Und da muss ich sagen, ich finde es gut, wenn Politiker auch ein Leben haben außerhalb der Politik, dass sie das auch mal kennengelernt haben. Das ist bei mir natürlich der Fall. Ja, ich weiß, wie das funktioniert und würde deshalb auch für mich in Anspruch nehmen. Ich weiß auch, wo man Hebel in Bewegung setzt und wo man Schräubchen dreht, ohne dass das ganze große Gefüge vielleicht gleich zum Erliegen kommt. Aber das muss ich
ich schon sagen, wir brauchen viel mehr Fachexpertise insgesamt. Deswegen habe ich beispielsweise vorgeschlagen, auch in dieser Anhörung, dass man eine Enquete-Kommission Handwerk mal bildet. Ja, dass also viel mehr auf den Wirtschaftszweig Handwerk, das ist ja jetzt der Bereich, aus dem ich komme, gemacht wird, dass man sich viel mehr fachlich unterhält, dass man Politiker viel mehr ins Boot holt. Was ist Handwerk eigentlich? Und wenn ich eine gesetzliche Änderung versuche, was hat das eigentlich für Auswirkungen in der Praxis? Ich meine, dass da viel zu wenig Praxisnähe besteht und dann werden halt die Entscheidungen auch entsprechend gefällt. Und man muss sich in der Wirtschaft dann am Ende nicht wundern, wenn da so wenig vorher gecheckt wurde. Das lernt man nicht, wenn man 30 Semester Soziologie studiert. Nein, deswegen finde ich das ja auch gut, dass einfache Politiker auch ein bisschen Lebenserfahrung und Berufserfahrung von außerhalb mit reinbringen, weil es immer gut ist, sicherlich eine Mischung zu haben. Ne? Jemanden, der Politik studiert hat, der sich auch dort mit den Mechanismen sehr gut auskennt, ist das eine. Aber genauso brauchst du auf der anderen Seite halt auch Leute, die sich im normalen Berufsleben ausbringen und dadurch verschiedene Perspektiven in ein Parlament reinbringen. Wann sehen wir Sie denn im Parlament? Also Sie stehen bisher nicht auf der Wahlliste der CDU. Genau. Aber wenn Sie so reden, habe ich den Eindruck, irgendwann stehen Sie denn da. Naja, ich meine, Politik ist schon meine Leidenschaft, das merkt man. Und da habe ich auch wirklich Spaß dran. Aber ich sehe schon, dass ich an der Stelle, wo ich sitze, natürlich auch wirklich viel machen kann. Also ich kann wirklich, meine Leidenschaft ist es, der Politik das auch zu zeigen, wie die Praxis ausgestaltet ist. Das heißt, dieses Arbeiten im vorpolitischen Raum macht natürlich auch unglaublich Spaß. Darüber reden wir gleich noch weiter. Leidenschaften interessieren mich immer sehr und Sie wahrscheinlich auch zu Hause. Wie es mit der Leidenschaft der Politik aussieht bei Frau Dr. Manja Schreiner. Sie ist heute zu Gast bei mir in unserer Sendung Standort Berlin. Und wir reden gleich weiter, machen kurze Werbepause. Bis gleich. Zurück in unsere Sendung Standort Berlin mit Frau Dr. Manja Schreiner. Sie ist Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bauern Berlin. Aber die große Leidenschaft schlägt natürlich für ihren Mann und ihr Kind. Aber die nächstgroße Leidenschaft schlägt für die Politik und da insbesondere für die CDU. Ärgert Sie das, dass am 12. Februar neu gewählt wird und Ihre Partei, die CDU, nach den jetzigen Meinungsumfragen ganz vorne liegt und trotzdem wahrscheinlich nicht dabei sein wird bei der nächsten Senatsbildung? Ja, es ist Ärger und Motivation. Also Motivation deshalb, weil ich merke, dass wir in den Umfragen natürlich ein bisschen zugelegt haben. Und Ärger ist es natürlich, wenn man sich die Konstellation angucken würde, dass man als stärkste Kraft hervorgeht und am Ende doch eine andere Koalition gebildet wird. Das ist natürlich keine schöne Vorstellung. Aber zum Ärgern ist es jetzt auch noch zu früh. Ja, wir gehen erstmal positiv rein, weil ich der Meinung bin, dass gerade durch diese Wiederholungswahl auch jedem nochmal gezeigt wird in dieser Stadt, dass es hier nicht funktioniert. Also das, worüber wir eigentlich, worüber auch viele Bürger in Berlin unzufrieden sind, das zeigt sich eigentlich nochmal sozusagen und perpetuiert sich in dieser Wiederholungswahl, die notwendig ist. Denn egal, wo wir hingucken in dieser Stadt, es funktioniert nicht. Ja, und da kann ich, wenn ich mich nähere und sage, was ist die Aufgabe eines Staates? Das ist insbesondere die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Und wenn ich mir die Infrastruktur in Berlin angucke, dann gucke ich auf kaputte Schulen. Ich gucke, dass die Krankenhäuser nicht gut ausgestattet sind. Ich sehe kaputte Straßen und Brücken, die gesperrt werden müssen für den Schwerlastverkehr. Und ich sehe, dass Digitalisierung immer noch nicht so vorangeschritten ist, wie sie sein sollte. Das heißt, diese ganzen Rahmenbedingungen, diese Standortbedingungen einer Stadt, die werden ja maßgeblich durch die Landesregierung gesteuert. Das ist ihre Hauptaufgabe. Und ich habe manchmal das Gefühl, dieses Augenmerk ist verloren gegangen. Wir müssen gute Standortbedingungen schaffen. Und warum? Weil wir natürlich auch Unternehmen anziehen wollen. Wer gibt denn dieser Stadt die Arbeitsplätze, die Ausbildungsplätze? Wer zahlt in das Steuersäckel ein? Das sind Unternehmen. Das heißt, wir brauchen gute Rahmenbedingungen für die Unternehmen. Und das ist kein Selbstzweck, dass man Wirtschaft fördert, sondern das ist für uns als Stadt und als gesamte Stadtgesellschaft überlebensnotwendig, weil irgendeiner muss das Geld erwirtschaften, was dann wieder verteilt werden kann. Klingt alles völlig klar und völlig vernünftig und trotzdem geschieht es nicht. Ja, natürlich. Und deswegen sage ich ja, wir brauchen einfach einen Wechsel des Mindsets. Wir müssen uns auf das Wesentliche wieder konzentrieren. Und das Wesentliche ist, dass die Landesregierung Rahmenbedingungen setzt, in der sich Wirtschaft gut entwickeln kann, in der auch
Investoren Lust haben, in diese Stadt zu investieren. Und da kann ich ja, das beste Beispiel ist ja dieses Enteignungsbegehren, wo man ja auch hinterfragen kann, nachdem die Wahl wiederholt werden muss, warum dieses Enteignungsbegehren eigentlich nicht zur Folge hat, dass sofort diese Expertenkommission aufgelöst wird. Ja, denn das ist doch, wenn die Wahl wiederholt werden muss, kann man doch nicht einfach davon ausgehen, da geht's weiter. Ja, aber da sind Sie ja unlauter, weil das beides ja nicht damit zusammenhängt, ja, sondern ich meine, rein zufällig ja, oder klar, geplant nebeneinander gelegt wurde. Ja, aber genau, aber die Leute, die nicht ins Wahllokal reingekommen sind, konnten ja auch nicht für den Volksentscheid abstimmen. Und wenn sich eine Frau Jarasch jetzt wirklich als Bürgermeisterkandidatin hinstellt und sagt, dass die Wohnungsunternehmen, die enteignet werden sollen, sogar noch froh sind darüber, weil sie dann Entschädigungszahlungen kriegen, da muss ich sagen, dann sind wir wieder beim Thema von vorhin, das ist ja so weit weg von der Realität, das macht einen ja geradezu sprachlos. Ja, Sie sind mich nicht macht das jetzt gerade nicht sprachlos. Ich freue mich gerade, wie Sie von Sprachlosigkeit reden und dann mit aller Vehemenz sagen, es fehlt jetzt nur noch der Satz hinterm Komma, ja, und deswegen müssen Sie alle CDU wählen. Ja, das ist natürlich der Subtext, der hier mitspielt. Also ja. Das tatsächlich ist es so, wenn man möchte, dass in dieser Stadt ein Wechsel passiert, dann wird man nicht daran vorbeikommen, zum Glück CDU zu wählen, weil Frau Jarasch ja auch gesagt hat, sie möchte diese Koalition weiterführen, eben unter anderer Führung, nämlich unter ihrer Führung. Das heißt, wir haben wieder diesen grün-rot-roten Block auf der einen Seite und wer bürgerlich tickt in Berlin, der muss einfach CDU wählen. Rein mathematisch gesehen könnte das klappen, dass die CDU den regierenden Bürgermeister stellt, wenn sie auf etwa 35% käme von jetzt 25. Also ja, natürlich ist das noch ein großes, hehres Ziel, aber man muss halt gucken, was nach der Wahl möglich ist. Verschiedene Konstellationen sind ja immer möglich, aber wichtig ist, wir müssen tatsächlich, wenn wir um die 30 schaffen, kommen die anderen nicht an uns vorbei. So, und das ist einfach ein Ziel, das ist ausgegeben. So. Und ich finde es auch realistisch, weil ich sage, wer es jetzt nicht verstanden hat mit dieser Neuwahl, die nochmal notwendig ist und all den anderen Themen, die Bürger regen sich auf, ja, die Handwerker fahren nicht mehr in die Innenstadt rein und nehmen da Aufträge an, weil sie nicht mehr parken können, ja, weil einfach der Lieferverkehr darf nicht auf der Fahrradspur parken, kriegt er ein Knöllchen. Auf der einzig verbliebenen Fahrbahn kann er aber auch nicht parken. Er darf aber auch keinen Umgehungs- und Umrundungsverkehr machen, kriegt er auch ein Knöllchen für. Ja, also es geht wirklich hinten und vorne nicht. Man kriegt keinen Termin in den Bürgerämtern und man kann sein Kfz nicht anmelden. Also es geht ja wirklich viel schief. Man kriegt keine Baugenehmigung. Es ist eine wirklich organisierte Unzuständigkeit in der Stadt. Und das muss jetzt wirklich mal jedem auch klar geworden sein. Und deswegen denke ich, haben wir auch als CDU und bürgerliche Kraft jetzt endlich auch eine Power. Das Wort, das Sie gerade geprägt haben, habe ich noch nie gehört. Es ist eine organisierte Unfähigkeit. Das zeigt sich ja, weil egal was man macht, man muss überall warten. Ja, genau. Das ist natürlich durch Berlin als Stadtstaat gekennzeichnet. Wir haben die Zuständigkeit in den Bezirken und auf der Landesebene. Ja, deswegen kann man es ja trotzdem vernünftig organisieren. Ja, natürlich. Es ist wichtig, eine richtige Zuordnung zu machen. Und die Leute, die dafür zuständig sind, brauchen auch die Kompetenz, dafür zuständig zu sein, müssen sich nicht immer mit allen anderen Ebenen abstimmen. Und wir brauchen natürlich auch in den Ämtern, die Amtsleiter dürfen ihren Mitarbeitern auch den Rücken stärken. Die dürfen auch entscheiden, ja. Und das ist wichtig, glaube ich, dass man da einen Kulturwandel auch bei uns in der Stadt wieder hinkriegt. Unsere Behörden sind die Dienstleister. Das sind die Dienstleister für die Bürger. Ja, die Bürger und die Unternehmen zahlen Steuern. Und davon muss die Infrastruktur, die Behörden dieser Stadt, müssen das eben auch begreifen, als sie sind Dienstleister für die Menschen hier. Ja, und man kann ja nicht einfach so den Hebel umstellen. Das hört sich ja so an. Nee, ist nicht einfach. Wir sehen die Fehler. Wir haben die Mittel, wir haben die Rezepte und dann steht keiner da, der die Spritze gibt. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch kein Erkenntnisproblem, was wir haben. Das wird eigentlich auch von allen schon auch seit Jahren thematisiert. Ja, Digitalisierung, dass wir da, ne? Seit Jahren. Ja, aber Digitalisierung ist ja nicht immer sozusagen Fortschritt. Nur die Lösung, wenn die Prozesse nicht stimmen. Na, dann bildet man das digital ab. Aber es heißt ja nicht, dass es besser ist. Der Prozess muss besser sein. Und die Zuordnung, wer macht was und hat auch die Kompetenzen dafür,
Da müssen wir ran. Und das geht natürlich tatsächlicherweise nur über eine Reform. Die muss auch in der Verfassung verankert werden. Das ist eine Sache, die muss man angehen, auch wenn sie langfristig ist. Und da muss man genauso gucken, wo kann man auch im Rahmen dessen, was jetzt schon möglich ist, auch schon die Zuständigkeiten klären. Wie kann man Mitarbeiter auch mehr motivieren, dass sie entscheiden? Und ich glaube, das ist einfach ein Paket. Das ist natürlich nicht einfach. Bleiben wir mal bei dem Einfachsten, was uns, glaube ich, alle betrifft oder 90% oder etwas mehr noch. Die Schule. Sie haben schulpflichtiges Kind. Zwei. Mhm. Und manche Schulen sehen aus wie Sau. Ja. Warum kann man das nicht in den Griff kriegen? Ja. Ich meine, das ist doch sowas Simples. Ja. Ich habe immer gesagt, meine Kinder sind ja in Berlin auch zur Schule gegangen. Ich sage, warum sieht die Schule so verdreckt aus? Ja. Also Bildung ist sowieso insgesamt etwas, da muss man sagen, da ist es jetzt ganz große Zeit nach 23 Jahren Verantwortung der SPD im Bildungsressort, dass sich da was ändert. Deswegen hat die CDU auch gesagt, wir nehmen uns gerne das Bildungsressort. Bei der letzten Koalition war das wie eine heiße Kartoffel rumgegeben. Mhm. Keiner wollte es machen, wir würden das gerne machen, weil wir wissen, was da für ein Potenzial ist. Und es kann doch nicht sein, dass in Berlin im gesamten Bundesvergleich am meisten Geld pro Schulplatz verwendet wird, mit dem Ergebnis, dass wir marode Schulen und Turnhallen haben, dass wir immer auf den letzten PISA-Plätzen landen, dass wir einen eklatanten Lehrermangel haben, die höchsten Quereinsteigerquoten. Das kann doch alles nicht sein. Da muss ich mich doch wirklich fragen, was läuft hier schief in dieser Stadt? Und lesen, schreiben, rechnen, das sind die Ziele. Berufsschulreife, das sind Ziele, auf die sich Schulen wieder konzentrieren müssen. Denn wir merken es ja dann auch in der Ausbildung. Und dann gehen wir den Lebensweg ja weiter. Duale Ausbildung hat Deutschland stark gemacht, macht unsere Unternehmen stark. Jeder beneidet uns darum. Ja, aber wir haben die höchste Schulabbrecherquote. Es gelingt nicht, diese Jugendlichen in die Ausbildung zu kriegen. Liegt das am Schulsystem oder... Ja. Nur. Ja, das liegt auch an gesellschaftlichem Commitment zu Handwerk, zu dualer Ausbildung. Das ist sicherlich über die Jahre auch verloren gegangen. Das heißt, auch da muss man was machen. Aber insbesondere liegt es auch an einer guten Berufsorientierung, dass man einfach in der Schule schon sehr viel darauf hinarbeitet, dass in Lehrbüchern auch mal Praxisbeispiele aus dem betrieblichen Umfeld gebildet werden. Wir sind sehr, sehr akademisiert. Wir haben Fächer, wir müssen sehr viel auch, ist es auch gut, dass Jugendliche auch zum Demokratieverständnis etc. alles kriegen. Die Lehrpläne sind immer voller geworden. Aber dafür sind diese Grundkompetenzen, ne, das zeigen ja alle Umfragen, jetzt auch wieder gerade die Viertklässler in Mathe, hat Berlin so schlechte Ergebnisse. Schreiben, lesen, rechnen. Berufsschulreife, wenn das erreicht ist, können wir auch immer noch was obendrauf packen. Aber dieses Grundbedürfnis, das muss doch erfüllt werden. Das können wir nicht mehr. Und da, glaube ich, brauchen wir einfach eine Fokussierung. Ja, ich meine, das, was ich beobachte und höre so von vielen Eltern, ist, die Kinder lernen überhaupt gar nicht mehr schreiben. Genau. Ja. Ja, Druckschrift. Klar. Ja, klar. Druckschrift, also Schreibschrift ist schon mal ein Thema. Es gibt ja auch keine Zensuren mehr in Berlin. Ich bin da ein Verfechter davon, auch Kindern Zensuren zu geben. Das kann man ja behutsam machen, deswegen schreckt man sie nicht ab. Aber ich habe die Erfahrung, meine Kinder fanden es gut. Die haben sich gefreut, wenn sie eine 1 oder eine 2 bekommen haben. Ne? Und auch solche Sachen wie, wir hatten hier in Berlin ja die jahrgangsübergreifendes Lernen. Da sind die Schulen rein, dann sind sie wieder raus, ne, weil es dann freigestellt wurde und alle gemerkt haben, das funktioniert so gar nicht. Du brauchst dafür einen Lehrerschlüssel, den wir gar nicht haben. Es bleibt viel zu tun in Berlin. Absolut. Unsere Sendezeit ist leider um. Sonst könnten wir hier noch ein ganzes Regierungsprogramm aufstellen. Das schreiben Sie dann in 5 Jahren für die CDU. Ich bedanke mich bei Ihnen, Dr. Manja Schreiner. Sie ist Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau und weiß ganz genau, dass wir spätestens nächstes Jahr, Mitte nächsten Jahres, in einer tiefen Bau- und Baukrise kommen, die sich schon abzeichnet. Zum Teil sind wir da schon drin. Und natürlich als Vizevorsitzender der Berliner Landes-CDU genau weiß, was an der Politik sich ändern müsste. Weil leider kandidieren sie ja nicht, sondern erst in 5 Jahren. Vielleicht oder hoffentlich oder ganz sicher. Was würden Sie sagen? Nee, also erstmal fühle ich mich da wohl, wo ich bin. Und es macht mir auch so Spaß, mich für die CDU zu engagieren. In 5 Jahren sieht man dann weiter, was ist, wenn wieder gewählt wird. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder, wie immer, jeden Samstag, Standort Berlin. Bis dahin, bis nächste Woche. Danke und tschüss.